Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Dusia im General, mit Carlos und mit Alex. Ich spreche mal heute in einer Serie von Videos über ein Konzept am Java, das ich viel gebraucht, und zwar das von den Löschten. Ja, das dann, für das ein bisschen anzufangen, gehen wir von einem Beispiel, das schon irgendwie breit ist. Ja. Das ist einfach eine kleine Bibliothek. Okay, du willst eine Bibliothek machen mit Bücher? Mit Bücher, ganz okay. Genau. Hier ist dann eine Klasse. Den definiert als Buch, normale Informationen als Attribute, den Titel, den Autor vom Buch, wie viele Seiten tut, und den Preis. Okay. Leicht extras. Den Menschen, den heute ein bisschen kompliziert ist, wie ihr merkt, wir haben nicht viel Seiten, nicht mehr geht das für die Informationen, die gehen heute am Buch, Konstrukte gemacht. Den Menschen, der ein bisschen tricky ist, das ist der Preis. Weil wir nicht immer unbedingt wissen, was für ein Preis das Buch hat, dann haben wir dafür uns den Objekt mit einem großen D gebreitet, einem Double. Ja. Das ist, wenn der Null ist, undefiniert, dann heißt, wir kennen den Preis nicht. Das ist, dann soll man den auch nicht aufweisen. Mehr ist es nicht. Und hier drinnen beim ToString, das ist ein klassisches Methode. Ja. Voilà. Das ist, dann checken wir das, was der Preis bekannt ist. Da gibt es auch nichts geprint. Also das ist mir elegant. Das ist einfach mir schön. Voilà. Das ist ein Buch. Okay. Das ist ein einfaches Buch. Das ist kein reelles Buch, das ist ein einfaches Buch. Da könnt ihr die Library, Library of English, eine Bibliothek bei uns. Die wird genommen. Zu so wem sind Bibliothek das? Mir noch ein Buch dran. Ja. Da haben wir ein paar Methoden. Ja, das ist klassisch Sachen, die ich da will bei einer normalen Bibliothek. Das ist ein Buch beifügen in der Bibliothek. Ein Buch rumkriegen. Und wie viele Bücher schon? Okay. Ja, das ist noch nicht ganz komplexes. Halt. Ja. Halt. Ein Buch verschiedene nicht. Ja, die Idee ist, schon eine Bibliothek und bon, schon ein Attribut mit meinem Buch. Und dann bin ich einfach die Buch dabei. Ja. Das ist, wenn ich ein zweiter den Ad-Book mache. Ja, okay, hier. Ja. Dann geht den letzten Buch, den ich hatte, einfach überschrieben. Durch den neuen Buch. Das heißt, das heute aus dem Setbook. Das ist ein bisschen das Setbook, wenn du willst. Ja. Ich meine, du hast mehr will es. Ja, weil eine Bibliothek wird hoffentlich mehr wie ein Buch. Ja, ich überschreibe mir das radikal. Voilà, das ist schon immer ein Buch zur Verfügung. Okay. Das ist ein bisschen limitativ. Mhm. Okay, dann war es ein GUI. Wie gesagt, so das Dorn, ich mache ein bisschen groß, voilà. Okay. Ich habe einfach ein paar Felder, wo ich meinen Bücher kann definieren. Also heißt es, sich geduld für ein neues Buch beizusetzen. Genau, das ist schon ein Buch, dann definieren. Momentan ist also einfach defined, weil wir kein beizufügen, wir definieren. Dann gehen hier einfach ein paar Informationen nachgewiesen. Ich weiß nicht, direkt beim Starten, dann kann ich ein bisschen gucken, was ich da möchte. Voilà. So gesagt, da aus. Oh, das ist schon intern, was da? Gut, froh. Für was steht dann dran? Ah, ich meine, das ist eine Methode, get number of books, die hast einfach auf ihn festgesetzt. Ganz also. Genau. Ah, die steht immer auf ihn, egal was ich meine. Okay, also das ist ein Platzhalter. Das ist ein Platzhalter, weil momentan nicht viel anders gemacht gehen. Okay, ich habe mich schon gewundert. Ja, aber gut gemerkt. Okay. Dazu muss man dann gucken, dass man es richtig macht. Wenn ich dann zum Beispiel einfach die Fine Book mache, kriege ich direkt eine Fehlermeldung. Ah, okay. Schon dann nächste gehen. Dann gehen wir mal ein Buch. The Sun is Shining. Voilà, vom Herbert, Herbert U, der nur 10 Seiten, und wird keine Information über den Preis. Ich definiere den, voilà, das geschieht. Der Buch ist an meinem Modell dran, aber bon, wir sind noch nicht ganz viel. Okay. Ja, das Programm ist ein bisschen limitativ noch. Okay. Den muss man irgendwie ein bisschen mehr schämen. So funktioniert am Anfang dann. Okay, das cool. Die haben so. Gehen wir hier an GUI, an den Source Code von der GUI, was haben wir? Eine Bibliothek gemacht, die ist immer gültig. Ich habe noch ein Current Book, ich habe schon ein Buch, den ich am manipulieren habe. Das ist immer ein bisschen spät, wie wir das machen. Ich habe ein klassisches Update-View, das ist, wenn ich etwas ändere, da wird mein View geändert. Ich habe das auch schon programmiert. Da steht doch zum Beispiel die Geschichte, wenn ich ein Buch habe, da wird es proper geschrieben, was ich da mehr habe, da geht schön auf Englisch gemacht, aber kein Bücher da sind, da sind auch das Librarie als Bibliothek eigen ist. Heute noch ein bisschen mehr eine Sache, wo man vielleicht noch nicht so bekannt ist. Wenn ich kein Buch am Verschaffen sind, dann meine ich alle meine Felder, meine Input-Felder, eigen. Das ist dann nicht angehen. Wenn ich aber momentan ein Buch verschaffen, durch irgendeinen Grund, ich will das ändern, den Titel ändern, die Seiten und so oder den Preis, dann kriegen sie den aktuellen Wert von dem Buch. Da geht es einfach ein bisschen schön. Okay. Sonst haben wir noch nichts, auch just die Hauptmethode, halt den Define. Ja, Felderwerte sichern,
mit einem Message, wann etwas vergisst ging. Ich wenn nicht die Information nicht da ist, dann darf ich kein Buch machen, mehr ist es nicht. Und dann mache ich ein neues Buch, die mache ich mit einem Modell dran, aber checken, wann ist der Preis und wenn ich den dabei war, nicht, dann mache ich den nicht. Mehr ist es nicht. D'accord? Und Update schon nicht vergessen, für unseren Interface an Jour zu setzen. Okay. Voilà. Das ist das Prinzip. Wie gesagt, wir nehmen ein Buch. Mm. Das wäre das dann nur das Ziel, wir müssen ein Löscht auflösen. Löscht für Bücher. Voilà. Okay. Und das ist dann das Thema von dem zweiten Teil. Okay, merci für das Nullausstrahlen und bis dann zum nächsten Video.